Ab sofort auch in Deutschland verfügbar der Amazon Fire TV Cube. Eine Kombination aus Streamingbox mit 4K-Wiedergabe und Echo-Gerät. Was der kleine Würfel kann, zeigt Computerbild im Test. Der kleine Fire TV Cube hat jede Menge Technik und Talente an Bord. Auf der Oberseite des Streaming-Würfels gibt es 4 Tasten. Eine zum Aktivieren, eine zum Stummschalten von Alexa und 2 Taster zum Regeln der Lautstärke. Vorn ist ein Leuchtstreifen verbaut, der blau aufleuchtet, sobald die Sprachassistentin zuhört und werkelt. Das Einrichten klappte im Test problemlos. Der Cube führte am TV-Bildschirm durch die nötigen Schritte, um sich mit WLAN, Amazon-Konto und Alexa zu verbinden. Im Inneren kümmern sich ein leistungsstarker 6-Kern-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher um die Bild- und Videowiedergabe. Beim Sichttest gab es nichts zu beanstanden. Auch 4K-Inhalte mit viel Bewegung zeigte die Streamingbox ruckelfrei, unverfälscht und gestochen scharf. Bis zu 60 Bilder pro Sekunde werden unterstützt. Dank Dolby Vision, HDR und HDR 10 Plus und Dolby Atmos kommt der Cube mit Videos aller Art zurecht. Auch Fotos, die sich etwa aus der Amazon Cloud abrufen lassen, sehen knackig und natürlich aus. Recht sparsam hat Amazon die Box mit Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Auf der Rückseite finden sich eine HDMI-Buchse zur Verbindung mit dem Fernseher, ein Anschluss für das Netzteil und 2 nette Extras. Per Micro-USB stöpseln Sie einen Ethernet-Adapter an. Das ermöglicht kabelgebundenes Internet, falls das WLAN zu Hause schwächelt. Zudem kann der Fire TV Cube digitale TV-Empfangsgeräte wie die Receiver von Sky und Magenta TV oder Soundbars steuern. Das klappt über einen im Cube eingebauten Infrarotsender, der für die Fernbedienung des jeweiligen Gerätes einspringt. Steht der Zuspieler an einem Ort, an den das Infrarotsignal nicht gelangt, hilft ein Infrarot-Verlängerungskabel. Dessen Sender kann direkt daneben platziert werden. Weitere Anschlüsse gibt es nicht. Immerhin per Bluetooth 5.0 lässt sich der Ton von Videos und Apps über passende Lautsprecher und Kopfhörer ausgeben. Amazon liefert mit dem Cube eine brandneue Fernfeld-Spracherkennung. Die gab es in den hauseigenen Geräten bislang nicht, wohl aber in dem neuen Grundig Vision 7 Fire TV Edition. Damit können Nutzer freihändig durch die Benutzeroberfläche navigieren, Inhalte direkt ansteuern oder die Videowiedergabe regeln. Für die Spracherkennung sorgen 8 Mikrofone, die in alle Richtungen in den Raum lauschen und Störgeräusche unterdrücken. So soll Alexa Sprachbefehle auch bei lautem Fernsehsound oder bei Gesprächen im Hintergrund klar und deutlich erkennen. Das klappte im Test recht zuverlässig. Clever, immer wieder auftauchende Standardkommandos sind direkt im Gerät gespeichert. Tatsächlich reagierte Alexa auf diese Befehle blitzschnell und brauchte kaum Bedenkzeit. Die Sprachausgabe erfolgt über das Fernsehgerät oder das angebundene Soundsystem. In dem Cube sind auch kleine Lautsprecher eingebaut, so lassen sich auch bei ausgeschaltetem Fernseher etwa das Wetter abfragen oder Nachrichten abhören. Der Cube greift dank Amazon Prime Video auf ein riesiges Film- und Serienangebot zu, einiges davon in 4K. Zudem lassen sich zahlreiche Apps und Alexa-Skills auf der Box installieren. Weitere beliebte Streaming-Anbieter wie Netflix und YouTube sind ebenfalls an Bord. Alle 3 unterstützen eine erweiterte In-App-Sprachsteuerung. So navigieren Besitzer zum einen etwa mit Alexa-Scrolle nach rechts, bequem durch die Apps. Zum anderen erledigen sie mit Alexa-Spiele Dark mehrere Bedienschritte mit einem einzigen Sprachbefehl. Das klappte im Test ganz passabel, aber nicht ohne Einschränkungen. Um etwa das jeweilige Video zu starten, greift man meist doch besser zur Fernbedienung. Amazons Fire TV Cube ist ab sofort auf Amazon zu haben. Die kleine Box kostet 119,99 €.